Ich möchte mich auch zuerst für die Einladung bedanken. Ich freue mich, hier heute Abend anwesend zu sein und vor Ihnen sprechen zu dürfen und werde in dieser ganz kurzen Zeit auf einen Aspekt eingehen, der stärker in Richtung, was kann man eigentlich aktuell tun, und auf den Aspekt der Umsetzung eingeht. Nämlich, ich werde versuchen, deutlich zu machen, warum es sinnvoll ist, um eine rassismuskritische Praxis in Schulen zu entwickeln, also eine rassismuskritische Praxis der Erziehung und Bildung, und gleichzeitig aber auch Schulen unter Gesichtspunkten der sozialen Gerechtigkeit, Nichtdiskriminierung und Inklusion aktiv zu gestalten, warum dazu eine ganzheitliche Schulentwicklungsstrategie erforderlich ist, die diese beiden ganz zentralen Aufgabenfelder von Schule in modernen Einwanderungs- oder Migrationsgesellschaften miteinander verbindet. Also, jetzt muss ich da mal rankommen. Wo kann man denn hier? Da unten, okay. Ja, ich gehe noch mal ganz kurz auf die verbreiteten Antworten auf die Erfordernisse der Migration im Bildungssystem ein. Das sind überwiegend kompensatorische Maßnahmen, also die sind defizitorientiert. Das Ziel ist, vermeintliche Defizite von als anders wahrgenommenen oder konstruierten Kindern oder Jugendlichen in der Schule auszugleichen. Und ein besonderes Merkmal dieser Strategien ist, dass sie in der Regel als additive Maßnahmen entworfen sind, die um die normalen, regulären schulischen Praktiken und Arbeitsweisen herumgelagert sind. Also sie sind Zusatzmaßnahmen, Sondermaßnahmen, die man immer auch als erstes einfällt, wenn ein Kollege krank geworden ist oder wenn die Mittel fehlen. Der zweite Ansatzpunkt, Stichwort interkulturelle Bildung, frühe Ansätze der interkulturellen Bildung sind ganz stark auf die Erweiterung der Lehrpläne um Aspekte der Differenz ausgerichtet. Also es geht eher darum, Differenz, Vielfalt, manchmal auch Rassismus und Diskriminierung als Lerngegenstand für die Schülerinnen und Schüler zu formulieren und in die Schule zu bringen, aber inwiefern die Schule selbst eigentlich mit diesen Aspekten umgeht und Ziele der Gleichbehandlung, Gerechtigkeit und des Respekts verwirklicht, taucht überhaupt nicht auf in diesen Ansätzen. Also der reguläre Unterricht, die Schulen als Organisation bleibt vollkommen ausgeblendet. Also man kann eigentlich sagen, durch diese Strategien, die vielfältigen Nebenwirkungen sind lang und breit diskutiert worden in den letzten 20 Jahren mindestens in der interkulturellen Pädagogik, also die Verstärkung dichotomischer Grenzziehung, wir und die anderen, dass Heterogenität generell als Problem wahrgenommen wird in Schulen und dass die ganz normalen pädagogischen Prozesse und Arbeitsstrukturen in Schulen, an denen sich der Umgang mit Differenz und die Realisierung von Gleichheitszielen letztendlich zu bewähren hat, dass die nach wie vor immer schön ausgeblendet bleiben von solchen Maßnahmen. Ja, jetzt gibt es zum Glück zumindest auf der theoretischen Ebene in den letzten 10 Jahren, kann man auch sagen, eine wichtige Neuorientierung in der Migrationspädagogik. Man beachtet verstärkt die Überlagerung unterschiedlicher Differenzaspekte. Das wurde in der Einleitung heute Abend ja auch schon gesagt. Nicht alle sogenannte Schülerinnen und Schüler mit Migrationshintergrund sind Opfer von rassistischer Diskriminierung und oft wirken auch unterschiedliche Differenzmerkmale bei Diskriminierung und in Ungleichheitsmustern zusammen, also vor allem ethnische Merkmale, Geschlecht und der sozioökonomische Status. Also diese Wechselwirkungen werden viel differenzierter beachtet in letzter Zeit. Man fordert stärker umfassende Konzepte, also die eine demokratische, rassismuskritische Bildung mit Intervention gegen Diskriminierung und Ungleichheit auf der Ebene der Schule verbinden. Also die Stichworte dafür sind Diversity, interkulturelle Öffnung, sind alles verbreitete Begriffe. Und die Aufmerksamkeit hat sich auch von den einzelnen Personen, also egal jetzt, ob es um die zu fördernden Kinder geht oder Jugendlichen oder um die Lehrkräfte, die individuell fortgebildet werden sollen, hat sich die Aufmerksamkeit stärker auf die Organisationen
verlagert. Also es wird zunehmend ein Mainstreaming-Ansatz gefordert, dass man alle Elemente von Schule unter Gesichtspunkten der Diskriminierung, der Gleichbehandlung durchdenken muss und gegebenenfalls modifizieren muss. Also in allen politischen Entscheidungen im Prinzip diese Fragen mitdenken muss, um dann auch beurteilen zu können, werden eigentlich Diskriminierungen verstärkt oder wie müssen Entwicklung gestaltet werden, um Schule inklusiv, nicht diskriminierend zu gestalten. Und ein ganz wichtiger Handlungsrahmen, der auch mit dem Diversity-Konzept ganz stark so in die Aufmerksamkeit geraten ist, sind Strategien der Organisationsentwicklung. Ja, das ist also, dass Organisationsentwicklung Handlungsrahmen ist, in dem die beteiligten Akteure ihre eigenen Kontexte auf Diskriminierung hin untersuchen sollen, Problemdeutung und Wahrnehmung austauschen sollen und Veränderungen initiieren sollen. Das ist jetzt alles so eine Neuausrichtung in der Forschung, die gar nicht von allen geteilt wird. Also, und in der Praxis sind auch diese alten Konzepte, die ich am Anfang genannt habe, eigentlich auch noch hochgradig lebendig. Also da muss man genau hingucken, was sich dann im Einzelnen eigentlich unter Konzepten wie interkulturelle Öffnung oder Diversity Management in Schulen genau verbirgt, ob es nicht auch eine Art von Ausländerpädagogik in einer neuen Rhetorik ist. Aber auf jeden Fall ist man sich in der Forschung über diese Eckpunkte eigentlich ziemlich einig. Und in den klassischen Einwanderungsländern, USA, Kanada, Großbritannien, war man sich darüber eigentlich schon Anfang der 80er Jahre ziemlich einig. Und in Deutschland kann man eigentlich sagen, ist auch in den letzten 10 Jahren der Groschen gefallen, dass man so auf diese Dinge gucken muss. Und ich möchte jetzt noch mal ein paar Gründe nennen, warum eine solche ganzheitliche Strategie der strukturellen Schulentwicklung besonders wichtig ist. Der eine Grund ist, also das sind so ausgewählte Aspekte, dass sich in der schulpädagogischen und auch in der psychologischen und sozialpsychologischen Forschung viele Befunde finden, die bestätigen, dass ein Schulklima oder Schulethos, in dem das Bemühen um Respekt deutlich spürbar wird und auch eine Schulumgebung, die von den Heranwachsenden als sicher und frei von Diskriminierung erlebt wird, positiv auf das schulische Lernen und die Leistungsresultate auswirkt. Also diese beiden Hauptaufgaben von Bildung in der Einwanderungsgesellschaft, die ich eingangs genannt habe, die hängen inhaltlich ganz eng zusammen. Also es gibt zum Beispiel in England Studien, die untersuchen diese sogenannten Erfolgsfaktoren für gute Schulen, dass das immer nur einen Teil ausmacht, wenn es darum geht, Lernresultate zu erklären, dass so wie die Abwesenheit von Diskriminierung und Rassismus und eine wertschätzende Umgebung letztendlich auch ein ganz wichtiger Faktor ist, der sich auch unmittelbar auf die Lernmöglichkeiten und die Leistungen von Heranwachsenden auswirkt. Ja, jetzt kommt ein zweiter, jetzt mal andersrum gedreht, kann man auch sagen, dass demokratische Grundwerte im Kontext öffentlicher Bildung und Erziehung auch nur glaubwürdig und effektiv vermittelt werden können, wenn sie in den Einrichtungen selbst konsequent verankert, praktiziert und gelebt werden. Also es ist schwierig in einer Hauptschule oder in einer Förderschule mit Schwerpunkt Lernen, wenn die Jugendlichen da selbst ihre Umgebung mitkriegen, zu vermitteln, dass Respekt und Gleichbehandlung ein relevanter Wert in dieser Gesellschaft ist. Und so von daher ist eigentlich so die Erkenntnis auch aus Studien, die die Umsetzung von antirassistischen Maßnahmen in Schulen auch auf einer Organisationsebene untersuchen, wird immer wieder bestätigt seit den 80er Jahren, gerade auch im angelsächsischen Bereich, dass diese Werte auch verankert, gelebt und glaubwürdig vermittelt werden müssen in den Organisationen und dass sich so eine kohärente pädagogische Erfahrung dann für die Kinder oder für die Jugendlichen auch positiv darauf auswirkt, wie diese Dinge dann im Lernen angeeignet werden. Ja, das sind alles nur so rausgegriffene Gründe. Ein anderer Aspekt, warum so eine strukturelle Schulentwicklung wichtig ist, den ich auch selber sehr wichtig finde, ist, dass dadurch auch vielfältige Synergieeffekte mit anderen Initiativen im Bildungsbereich entstehen. Also wenn man eine Sensibilität für Differenz in Schulen auf allen Ebenen verankert hat, im Unterricht, im Lehrerzimmer, in den alltäglichen Kommunikationsweisen und Umgangsweisen, wenn man das aus einer Rassismus
geschlechtskritischen Perspektive macht, wird das auch unter Zielsetzung der Inklusion oder der geschlechterbewussten Erziehung eine wichtige Ressource in den Schulen sein. Und der letzte Grund, aus dem so eine Perspektive der strukturellen Schulentwicklung besonders wichtig ist, ist der Aspekt der institutionellen Diskriminierung. Das Wort struktureller Rassismus, institutioneller Rassismus oder Diskriminierung, ich gebrauche auch beide Formulierungen, ist ja schon gefallen und erklärt worden. Und da ist wichtig zu verstehen, wenn man dagegen intervenieren will, dass das für Einzelpersonen oft nicht zu durchschauen ist, wie diese Mechanismen funktionieren. Es ist nicht so, dass die einzelnen Akteure in Schulen nicht spüren, dass da Diskriminierung stattfindet oder irgendwas stattfindet, was nicht in Ordnung ist. Oft ist das so latent oder halbbewusst oder diffus da, dieses Wissen. Deshalb sind die Akteure in den Institutionen immer auch wichtig, die in Reflexionen oder Maßnahmen gegen institutionellen Rassismus oder institutionelle Diskriminierung einzubeziehen. Und trotzdem sind die Mechanismen komplexer. Ich sage das gleich nochmal an einem Beispiel und gehe nochmal kurz auf die Definition ein. Man kann institutionelle Diskriminierung als kollektives Versagen einer Organisation, Menschen aufgrund ihrer Hautfarbe, Kultur oder ethnischen Herkunft eine angemessene und professionelle Dienstleistung zu bieten, bezeichnen. Das hatte Frau Vögen auch schon gesagt, einleitend. Wichtig ist, dass dabei unmittelbar diskriminierende Absichten und Einstellungen der Akteure erstmal nicht ausschlaggebend sind, um sich mit diesem Phänomen zu beschäftigen, sondern Ungleichheitseffekte werden direkt mit institutionellen Handlungskontexten in Beziehung gesetzt, also mit rechtlichen und politischen Vorgaben oder auch mit den Arbeitsstrukturen, Programmen, Routinen und institutionellen Wissenshaushalten in einzelnen Institutionen. Ja, diese Definition ist, wie gesagt, man rückt in dieser Auseinandersetzung mit institutioneller Diskriminierung davon ab, ausschließlich die Vorurteile von einzelnen Akteuren im Bildungssystem in den Blick zu nehmen, sondern man guckt eher auf das kollektive Handeln von Organisationen. Man guckt sich zum Beispiel Bildungsstatistiken an, wenn die zeigen, Kinder mit Migrationshintergrund werden in einzelnen Bundesländern 4- oder 5-mal so häufig auf eine Förderschule mit Schwerpunkt Lernen überwiesen als in anderen, dann sind das so Hinweise, das kann man als Hinweis werten, dass institutionelle Diskriminierung vorliegt. Also wichtig ist, die unmittelbar diskriminierenden Absichten oder Vorurteile von einzelnen Personen im Bildungssystem, dafür interessiert sich die Perspektive der institutionellen Diskriminierung erstmal nicht, sondern sie fragt eher, wenn man solche statistischen Daten hat, wie diese übermäßigen Sonderschulüberweisungen von Kindern mit Migrationshintergrund oder aus einzelnen ethnischen Gruppen, die auch im Moment sehr alarmierend sind, wie neuere Studien zeigen, dann fragt man, was passiert da eigentlich auf der institutionellen Ebene, wie greifen da eigentlich rechtliche Strukturen, organisatorische Strukturen und Alltagspraktiken in den Organisationen, wie greifen die ineinander, dass solche Effekte zustande kommen und oft ja auch mit einer großen Regelmäßigkeit immer wieder reproduziert werden. Und dieses im Grunde eher dieses kollektive organisationale Handeln, das ist das, wofür sich die Perspektive der institutionellen Diskriminierung interessiert. Ich erkläre auch noch mal, um auch noch mal deutlicher zu machen, warum diese strukturelle Schulentwicklung so wichtig ist, diese Unterscheidung von direkter und indirekter Diskriminierung. Direkte Diskriminierung können hochformalisierte Praktiken sein, zum Beispiel gesetzliche Vorgaben, dass nicht in allen Bundesländern Kinder mit Asyl- oder Fluchthintergrund gleichermaßen schulpflichtig sind wie andere Kinder. Oder es können auch direkte Diskriminierung, können auch informelle Praktiken und Routinen in Organisationen sein. Also dass zum Beispiel Schulleiterin X an einer bestimmten Schule sagt, wenn ein Kind mit Sprachdefiziten angemeldet wird, dann gucke ich mir das besonders gründlich an. Und wenn ich mehr als 3 Kinder in der ersten Klasse habe, die nicht gut Deutsch sprechen, dann gucke ich mal, wie ich das anders loswerden kann, dieses Kind, weil so viel sprachliche Heterogenität nicht aufzufangen ist in der ersten Klasse. Und diese Form der direkten institutionellen Diskriminierung, das zeigen Untersuchungen oder
das bestätigt auch, was ich gerade gehört habe in diesen anderen Inputs, die spielen eine ganz große Rolle in Schulen und trotzdem ist auch die Form der indirekten Diskriminierung fast noch gravierender, um die Benachteiligungsmuster zu erklären. Mit indirekter Diskriminierung sind benachteiligende Wirkungen durch das gesamte Setting, die bestimmte Gruppen überproportional treffen, gemeint. Und da diesen Cartoon kennen Sie alle, braucht man gar nicht weiter erklären. Also zum Ziel einer gerechten Auslese lautet die Prüfungsaufgabe für Sie alle gleich: Klettern Sie auf den Baum. Und diese Mechanismen, das ist Normalität von Schule. Da kommt man erstmal nicht weiter, wenn man da sagt, jetzt sprecht mal über Diskriminierung. Das ist eine Form von diese Art von Schulorganisation, die historisch gewachsen ist, so die, zum Beispiel die Selektionsmechanismen in Schulen in Verbindung mit der gegliederten Schulstruktur, das ist viel subtiler, um da drauf zu kommen, wo da eigentlich die ethnische oder rassistische Diskriminierung greift und wie die aufrechterhalten wird. Also wir hatten vorhin das Beispiel mit den Sonderschule mit Förderschwerpunkt Lernen. Das kann man sich so vorstellen, dass sowas in der Schulkarriere auch durch ganz viele Einzelentscheidungen zustande kommt, die keine einzelne Lehrperson überblickt in der Schule, und dass da Praktiken, die ganz klar stigmatisierend sind und eine rassistische Stoßrichtung haben, oft mit ganz neutralen Handlungsbedingungen in den Schulen ineinander greifen, wie zum Beispiel die Idee, wenn ein Kind überaltert ist in der Grundschule, kann es da nicht mehr adäquat beschult werden. Und diese Wechselwirkung, die kann, ich komme jetzt nochmal so zum Abschluss, diese Wechselwirkung, die kann keine einzelne Lehrperson überschauen. Und dazu ist es erforderlich, dass die Ziele der Gleichbehandlung und der Nichtdiskriminierung auf der Organisationsebene in Schulen als Aufgabe verankert werden und dass dann die Rahmenbedingungen geschaffen werden, damit die Lehrkräfte selbst in Verbindung auch mit anderen Fachkräften oder mit den Schülerinnen und Schülern selbst, da bieten sich viele Möglichkeiten für partizipatorische Perspektiven an, und das gemeinsam zu machen mit Eltern oder mit Migrantenorganisationen, ihre Schulen so untersuchen können, dass sie sensibel werden können für diese Mechanismen und die Schulen dann auch so verändern können. Das hört sich jetzt alles so nach so ein bisschen wolkigen, schönen Vorstellungen an, aber es gibt Strategien wie zum Beispiel das Schulentwicklungsprogramm Qualität in multikulturellen Schulen in Zürich, QIMS, oder das Programm Kinderwelten für den Kindertagesstättenbereich in Berlin, in denen eigentlich genau so eine Arbeit angestrebt wird, in der die Rahmenbedingungen geschaffen werden dafür und die auch gut erprobt sind und wo man auch gute Erfahrungen mit dieser Arbeit gemacht hat. Und was ich einfach eine wichtige politische Forderung finde, ist, in einer Zeit, in der wir ja viel mit Organisationsentwicklung arbeiten, wo das ja der politische Rahmen ist, in dem die ganzen Veränderungen gerade passieren im Bildungssystem, dass man die nicht differenzblind und diskriminierungsblind gestaltet, sondern diese Forderungen der rassismuskritischen Schulentwicklung und inklusiven Schulentwicklung, die muss man reinschreiben in diese Reform und integrieren und aufnehmen in diese Programme. Und das ist dann auch eine Form von politischer Übernahme von Verantwortung für diese Mechanismen. Und ich glaube, da könnte Schule gerade und auch Politik mit ganz wenig Mitteln gerade ganz viel erreichen, weil die Umstände dafür eigentlich ganz gut sind und, wie man ja hier in Hamburg auch sieht, auch die Bereitschaft in der Lehrerschaft zum Teil auch ausgesprochen gut sind. Gut, danke. Applaus